Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. Wir springen gleich mal in einen Live-Angriff. Ich habe nicht viel Zeit heute, deswegen tue ich mal die Folge so kurz wie möglich halten. Ja. Wir setzen hier mal ganz gechillt die Kanone, Musketieren und Speerkobolde. Ja, das verteidigt er erstmal nicht. Und deswegen haben wir richtig viel Schaden gemacht. Das war sehr gut. Von uns jetzt, also von meinem Gegner natürlich überhaupt nicht. Ich habe die Kanone ein bisschen unglücklich gesetzt. Sehr gut. Hat er Pfeile? Wir testen es mal kurz. Okay, das ist ein richtiger Hütten-Spammer. Nee, aber ein Feuerball hat er. Ja, das sieht relativ gut aus jetzt hier. Hat nur noch 300 Leben, der Turm. Und ich versuche auch ein bisschen offensiver zu gehen, weil bringt ja nichts, wenn man die ganze Zeit nur verteidigt. Das ist natürlich jetzt nicht so optimal. Oh mein Gott, was mache ich? Ein, zwei Hitze nur. Okay, einen haben wir, den können wir dann, glaube ich, mit den Pfeilen. Okay, setzen wir hier die Pfeile. Hier. Er darf jetzt aber keinen weiteren Schaden mehr auf unserem Turm machen. Jawohl, ist ja fast schon down. So, jetzt schauen wir mal, ob wir mit dem Schweinereiter hier was machen können. Seine Barbaren hat er schön auf der anderen Seite verwendet. Und das war's. Sehr schön. Gutes Spiel, nicht schlecht. Ich wünsche ihm viel Glück. Und ja. 30 Trophäen kriegen wir oben drauf. Jetzt sind wir bei 1500 glatt. Ich schau mal kurz in meinen Clan. Ja. Nikolas Spät wollte heute eigentlich hochladen, wie in Arena 6 aufsteigt. Also über 1700 Pokale hat, aber ja, ist nichts drauf geworden. Ihr seht ja, er hat jetzt 1576, hat die Videos auch schon gelöscht. Aber egal. Das war's mit der Folge. Oder soll ich noch mal zeigen, so einen lustigen Kampf gegen den Ausbilder Karl? Ja, gegen Ausbilder Karl. So, ist immer sehr lustig, die Kämpfe. Er wünscht mir hier viel Glück. Sind echt sehr lustig. So. Dann setze ich mal die Kanone. Da kann man eigentlich offensiv gehen, weil der... Der macht manchmal so sinnlose Sachen. Das feiere ich am Ausbilder Karl. Er kriegt jetzt hier auch meinen Turm down. Und ja, ihr seht schon, der Haupttower hat nur noch... Nee, Kanone reicht nicht, hat eh nur noch... 176, setzen wir hier mal die Pfeile, 87, Valkyrie kommt damit locker klar. Ja, recht lustig immer gegen Ausbilder, Karl.
So, wir setzen hier den Schweinereiter, dass er auf. So, jetzt reicht dann auch mal das was mit der Folge, wenn es euch gefallen hat. Er setzt hier sogar noch die Pfeile, aber der Turm geht trotzdem down. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge hier. Wir holen hier einen 3-Kronen-Sieg gegen Ausbilder Karl. Und ja, freut euch auf die nächste Folge und ciao.